Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem Projekt, was ein Multiplayer-Projekt ist, und zwar 7 Days to Die. Und mit dabei ist der Faustus Zockt. Hallo. Anamalen, LP Gonji. Ja, moin moin. Dann ist der Lord Gizmo dabei. Moin moin. Und der Thorsten. Hallo, hallo. Jo, wir sind jetzt hier, haben uns erstmal gefunden und haben noch nichts weiter gemacht. Ja, fangen wir mal an, wa? Sprich, wir sind nackt, haben halt nur das Starterpaket. Ja. Und wir suchen uns erstmal eine Stadt. Wir sind jetzt hier mitten in der Straße. Haben uns hier gefunden. Ich nehme gleich mal den Golden Rod mit. Von daher basteln wir uns erstmal jeder eine kleine Waffe oder so. Ja, erstmal eine Axt klar machen. Als beste Nahkampfwaffe ist die Steinschaufel. Junge, Junge, Junge. Dass die hier nicht rumliegt, so. Also der Gärtner hier, der hier ist, den sollte man aber feuern, ne? Bei dem hohen Gras. Also, gebt das Hand frei. eigentlich reicht es, wenn jeder erstmal 5 Blendfibers abbaut. Das reicht für eine Axt und für einen Bogen. Ey, gut, ich hab diese ganzen Crafting-Sachen nicht mehr drauf. Ein Ding, das geht relativ zügig. Die wichtigsten kriegt man recht schnell drauf. Ja, man gut, es gibt ja so ein Menü hier irgendwie, ne? Ja. Kann man sich dann durchblättern. Ja, ich habe mich vorhin ja mal ein bisschen mit befasst, muss ich ja. Genau. Und sollten wir auf jeden Fall auch schon mal genug Steine mitnehmen, dass wir eine Kochstelle herstellen können. Ah, ich habe schon mal ein Woodblank und ein Buch. So, wie geht denn das jetzt? Oh, da ist eine Schwester, da ist eine Schwester. Sehr gut, gleich mitnehmen. Falls so. Gleich wieder einer zu Beginn Fuß bricht oder so. So, zur Info, alle 2 Tage gibt's einen Airdrop, alle 3 Tage ist mach fix eine Axt und dann auf die Schwester drauf. Aber Logo. Da unten sind Zombies am See, Alter, Jungs, hinter uns. Schon mal hin? Ich glaube, die habe ich gerade gezogen, oder? Nee, da. Aber doch, einer kommt. Okay. Okay. Wer steht denn unten hier? Jawohl. Ja. Atta! Einmal Vitamine. Ja. Lauf! Achso, gut, wird geklärt. Das ist ein Zombie. Oh. Oh, da kommt ein Wackler. Wackler? Ja, wie craftet man sich denn jetzt hier eine Axt hier? Ich finde die Du legst in die Mitte einen Stick. Tipp einfach in der Suche oben X ein. Oder Stone X, ja. Ja, irgendwie sind mir jetzt gerade da meine Steine, das sind sie. Ja, mir fehlt der Stick noch hier irgendwie. Du musst ja schon einen Stick herstellen aus diesem Fieber, ne? Wahrscheinlich. Nein, warte. Hier kriegst du 2 Stück hier. Drück mal E. Level 2. GZ. Hinter dir ist ein Zombie. Komm dir, zur Hilfe. Oh, ist das hier. Jo, Leute, welche Richtung marschieren wir denn? Norden, würde ich sagen. Genau, Norden ist immer gut. Schön looten. Und noch craften schnell hier. Hat jeder jetzt eine Steinaxt? Ja, ich muss sogar meine gleich schon wieder reparieren. Ich würde sagen, dass wir erstmal ein paar Bäume fällen sollten. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Okay. Am besten hier, guck mal, hier zum Beispiel ist ein kleiner. Dass wir den erstmal nehmen. Oh, ich hab ein Bein gebrochen, ich werde bekloppt. Der ist fies, der Typ. Aber Bein kriegen wir hin. Hast du schon. Boah, glaub ich, das Bild! Oh, Leute, Alter, was du da? Ich hab dich erhauen. Du Sausack! Ja, mein Baum. Hast du schon Baumwolle? Nee. Oh, ich melde an, das hier ist meiner, ne? Ich kann noch laufen, vielleicht. So ist das nicht, aber ich hab auf jeden Fall gebrochenen Knochen. Ja, pass auf, mit Baumwolle, du wirst auch schon wieder vom Zombie gejagt. Vom Dicken auch noch. Ja, sauber. Ah, da scheiße, das ist auch noch ein dicker Zombie. Mit Baumwolle kannst du doch so einen Stoff herstellen und 2x Stoff und 2 Sticks machen eine Schiene. Also ich muss sagen, der kleine Baum hier, der hält ganz schön viel aus. Ja. Wir müssen den Dicken irgendwie wegkriegen hier, das wird nicht ganz einfach. Ja, lass einfach erstmal weitergehen. Ja, oder so. Genau. Hey, komm her, du Sackratte. Was, wir wollten zum Norden. Wo es dunkel wird, sollte man hier schon mal gucken. Wie viele Schläge hätten wir aus hier mit der Steiner? Puh, keine Ahnung. Oh, einige. Alter, der Baum ist nicht kaputt zu kriegen, der ist bestimmt aus Beton oder so. Ja, bei mir auch. Doch, man muss nur lang genug draufhauen, die gehen kaputt, diese Birken. Lass mal schauen, dass wir Richtung Norden gehen, lassen wir den Dicken weg. Okay.
Sonst hätte ich ihn jetzt kaputt gehauen. Aber ich glaube, das dauert leider mit der Stone Axe. Aber ich sehe auch schon eine City. Ja, ich sehe ein Häuschen, ja. Was ein geiler Zufall. Wenn ihr Vogelnester seht, ne? Mitnehmen. Unbedingt auf für ihre Federn. Ich will sein Hemd haben. Ja, ich wollte eigentlich seine Hose haben. Also können wir uns ja schon geeinigt über die Körperteile. Alter, haben wir euch auf zu hauen? Ist das Gott oder was? Gott. Nein, meine Axt ist kaputt. Was, ich komm dazu. Oh. Jawohl. Die war vorher schon kaputt, leider. Eine Taschenlampe und 5 Fett. Taschenlampe ist gut. Bist du gut wie tot? Der ist tot? Wenn ihr Golden Rod seht, mitnehmen bitte. Jo. Für 10, was? Also ich bin so gut wie tot. Die gelben Pflanzen. Ey, ihr habt eine Stadt da vorne gefunden, da Fug. Wo denn? Norden oder wohin? Ja, ich sehe hier ein Haus von hier hinten. Ich weiß nicht, was ihr für Sichtweiten habt, aber ich bin hier. Oh ja, ich sehe da hinten. Achso, ach, da ist er noch bei mir. Ja. Ich bin ja schon fast in dem Dorf. Ich bin direkt dran. Ja, hier, dann also, ich hoffe, da ist auch Flachdach. Ich krieg ja mal als Neuling krieg ich hier aber meine Führung, ne? Hier, da kommt der Bürgermeister um die Ecke. Auf jeden Fall sollte ich mich jetzt aus den Kämpfen heraushalten. Also ich nehme jetzt noch Cotton Seeds mit für Growth Fragments, damit wir uns auch Schlafsäcke herstellen können. Ach, genau, gut. Beziehungsweise in den Häusern werden wir wahrscheinlich das ein oder andere Bett finden. Vergiftet, Leute. Hast du genau. Eine Bandage oder? Nee, ne? Kann in der Bandage vergiftet. Droppen. Ich hab aktuell nicht. So. Was muss ich jetzt nehmen für Vergiftung? Vitamine reichen doch, oder? Ich hab gleich einen Bogen fertig. Oh. Und ein paar Sticks. Am besten ist natürlich, dass wir erstmal die ganzen Autos untersuchen. Vielleicht haben wir ja Glück und. Oh, hier, wir... ich hab Glaspane gefunden. Oh, hier ist eine Schwester, hier ist eine Schwester. Cool, lass mal lesen. Scheiße, meine Waffe weggeworfen. Hinter uns kommt ein Zombie. Ja. Ah, Wunschhund. Komm ordentlich, Zombies jetzt. Jetzt gibt's Action. Meine Axt ist weg, verdammt. Oh, hier ist noch die Schwester, die nehme ich. Ah, ja, wir sollten uns irgendwie. Hinter dir! Aua! Stuck! Und ich bin Bio. Ich hab keine Waffe. Biohazard. Jetzt verblute ich auch noch, herrlich. Ja, ich brauch das auch immer. Aber ihr habt ein Starterpaket, habt ihr aber was bei, ne? Brauchst du ein Split für dein Bein? Ich brauch glaube ich eher was gegen das Gift. Da ein Sandwich, da ein abgegammeltes, das brauche ich aber nicht. Schnell neue Waffe her. Ach, da ist sogar. Aua! Alter. Ja, Bogen ist geil, Bogen ist geil. Ja, mach sauber, Gotchi. Bin bei. Geh mal aus der Schusslinie. Jupp. Ich möchte auch einen Bogen herstellen. Ich wollte Waffe erstmal reparieren. Na, dafür brauchst du erstmal ein Vogelnest, um erstmal auch Pfeile zu kriegen. Ich sammle ach, ja, jetzt. Ne? Ja, ich sammle mal weiter Sticks und Steine. Ja, ich fälle meinen Baum. Sticks bräuchte ich ein paar. Wo kriegt man die denn? Von Bäumen her oder was? Kleine Büsche. Komm mal hier zu mir. Ich habe jetzt 7 Stück. Aber ein Baum für eine Axt. Ich stehe hier direkt. Hier. Cool. Wo kriegst du aber welchen Büschen kriegst du die? Hier diese kleinen hier. Hier. Aha. Aber kaputt hauen oder was? Genau. Der Blute, ich bin vergiftet und hab cool, einen Knochen. Danke. Voll im Programm also. Aber ich glaube, ich werde mir. Obwohl, nee, ich brauche erstmal eine Axt. Wenn jemand Steine braucht für Pfeile, sag Bescheid. Ich hab genug. Ich baue mir jetzt gerade erstmal einen Bogen. Ich bin eher der Typ, der vorrusht und die Monster da umnietet. Ja, bin ich eigentlich auch, aber ich habe keine Feder. Das kommt mal. Ich bin jetzt gleich tot, ihr könnt meinen Rucksack looten, ne? Mein Ernst? Ja, ich habe keinen Blut. Warte, wo bist du? Komm auf hier, die Straße, wir haben ja hier noch Verbandzeug. Ja, ich bin auch vergiftet. Hier, Verbandzeug liegt auf dem Boden, komm her. E. Oh, sag mal. Alter. Ich nehme mal ein paar Steine hier und sowas mit. Steine wollen auch gleich wieder. Gibt's ja gar nicht.
Dieser blöde Baum will nicht dort umkippen. Wir also. Müssen erstmal die Zombies hier platt machen, wenn es geht. Da haben wir noch eine kleine Baustelle. Und looten vor allem. Ja, dann hau ich jetzt mal mit auf die Zombies drauf ein. Ja, meine Gesundheit sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich werde mich dann wohl erstmal hier um Steine und Sticks kümmern. Wie war das mit diesem Erste-Hilfe-Kit? Kann man sich heilen? Ja. Da gibt's auch Heilungen drauf. Deswegen, also die dann erstmal packen. Also ich habe noch nichts verloren. Deswegen habe ich meinen erstmal Faust ausgegeben. Ja, das ist auch ganz klappt gut. Klappt irgendwie nicht. Ja, ich kann nicht meine Faust ein oder spricht was dagegen. Ja, mach ruhig. Es ist auch wichtig, dass wir Betten oder so finden oder Schlafsäcke. Ja, beziehungsweise Schlafsäcke kannst du ja herstellen. Ich hab, müsste wahrscheinlich schon Schlafsäcke machen können, dann gebe ich dir schnell, bevor hier einer stirbt. Wieso sind denn die Türen abgeschlossen? Ja, dann muss er aufbrechen. Ach, ihr seid schon im Haus drin, also in der Stadt drin. Ja, das doch. Ja, reingelaufen da. Wie kann man jetzt eigentlich seine Waffe, wie repariert man seine Axt und sowas? Einfach I drücken, reinpacken und dann einen Stein zum Beispiel bei der Axt reinlegen. Da drunter aber. Oh. Das ist wichtig. Ich hab daneben gelegt, war egal. Also ich sammle momentan fleißig Golden Rod und Steine. Ich kann mal mit hier zu dem anderen Haus hin, weil da hocken ja zwei Raum. Wenn du da ein Stück Platz machst. Warte, dann kann ich damit draufhauen. Ja. Reicht so? Warte, ich will dir nicht was. Na, Tausack! Ja, okay, diesmal hast du mich gehauen. Diesmal, also du bist jetzt quitt. Ja. Ja, okay, wir können. Treffe. Sollten wir für dich einen Schlafsack herstellen? Was meinst du? Noch geht's. Ich weiß nicht, was jetzt mit Vergiftung jetzt läuft. Also Energie kriege ich jetzt wieder. Also ich habe jetzt schon mal zwei Eier. Das ist eine Metalltür, die kriegen wir nicht kaputt. Oder? Das ist Holz hier. Das dauert ein bisschen so und jetzt geht's nach unten. Das muss es unten. Nee, lass so. Da reinhüpfen. Ah, okay, cool. Kommen die Zombies nicht rein? So, also ich hab jetzt. Ich hab uns mal eine Couch mitgenommen. Ich sammle dir mal alles ein. Ja, die Couch, die brauchen wir als Brennmaterial. Genau. Ja, ich hab die ganze Couch-Sachen drin mitgenommen. Ah, auf der anderen Seite war auf. Na gut. Hat einer schon ein Flachdach rausgefunden oder so? Nee, noch nicht. Ich hab keine Bögen mehr. Lass mal alles einsacken, ist das richtig? Ja, ne? Ja. Alles. Ey, ich hau den zurück. Achtung, hier, da ist noch ein Kriecher. Uiuiui. Könnt ihr mir mal kurz Deckung geben? Dann mach ich mir auch mal fixen Bogen. Ich muss mal schnell meine Axt wieder reparieren. Doch. Ja. Immer ein bisschen. Stoff hier mit. Du hast von rechten zwei Zombies. Drei. Oh. Und auch hier die Möbel mitnehmen, wir brauchen Brennholz. Ja, ich hab die hier unten alles eingesackt irgendwie. Da gehen wir hier wieder raus. Ja, warum brauchst du die kaputt machen? Gibt's doch. Ach, da ist eine Tür, achso. Ja. Ah, hier ist Flachdach. Echt? Wo? Vorsicht, Thorsten? Ja, links die Straße runter. Cool. Hast du noch ein paar Steine dabei? Ich habe 37 Steine im Inventar. Gib mir mal bitte zwei, drei Stück. Zwei Stück, da hier, da. Mehr. Ja, ich stehe hier gerade auf die Kasse und ja. Einen bräuchte ich gleich selber dann nochmal zurück, weil meine Axt ist auch gleich kaputt wieder. Hab ich den gelegt? Ja, ich glaube, das können wir vergessen, den kaputt zu machen. Dafür sind wir einfach noch, die Äxte sind zu schwach dafür, glaube ich. Das ist reine Zeitverschwendung. So, Falle sind in der Mache. Ja, gehen wir nächstes Mal rein, scheiß drauf. Immer lieber das nächste Haus, wir müssen ein bisschen was finden. Nee, da bin ich nicht lang, dann lass mal hinten rum wieder, da wo wir reingegangen sind, lang laufen. Ja, genau. Gucci, lass sie, geh weg. Oh, wow, da sind drei. Vor allen Dingen, jetzt mal so ein kleiner Tipp für Neueinsteiger, die dieses Spiel vielleicht auch mal zocken wollen. Überall nur Leichen hier, also Zombies, meine ich. Wenn ihr mal irgendwo denkt, dass ihr sicher sein wollt, einfach mal runtergehen. Gucken, welchen Status ihr habt. Oh nein, Wer war das mit dem Bogen? Kleiner Tipp für den Bogen: hinknien. Ich hab ja keinen. Wieder gestunt. Jawohl. Erster Kriecher ist down. Boah, da sind ja noch mehr. Oh, hier hinter euch, Ganchi, Atta. Lass uns am besten mal irgendwo hingehen. Ja, vor allen Dingen, es wird langsam dunkel. Mal gucken, dass wir auf das Flachdach kommen. Ja, dann lass mal Flachdach rushen, wa? Wie viel Federn hast du noch, Ganchi? Ich hab gar keine mehr. Also ich hab auch keine, ich kann nicht mehr schießen hier. Ich hab nix da. Also vor allem müssen die Dicken platt gemacht werden damit.
Und immer schon die Zombies looten. Alter, hier ist ja ganz schön was los. Ich hab zweimal Large Bone gefunden. Ja, hier hinten wird's etwas frisch, ist gerade etwas auf. Ah! Alter, hab ich mich erschreckt. Meint ihr das große Flachdach oder das kleinere dahinter? Ist da noch ein anderes? Ja, okay. Da ist noch ein kleines. Achtung, von hinten kommen auch noch mal zwei. Ja, lass erstmal das erste hier nehmen. Das große gleich. Hey. Alter, wo kommen die denn alle her? Aber gut, wir können da jetzt. Wie soll man jetzt da rein? Hier ist zu viel los. Oh. Kann keiner die Tür einreißen. Ja, ich könnte die Tür einreißen, ich stehe eh schon hier. Jetzt ja, aber wir haben hier gerade ein bisschen Zombies gesehen. Ganz schlecht mit. Da tut man schnell. Müssen wir eh irgendwie erstmal einen Platz machen. Die das sind wir halt, kriegen wir nicht ich, kaputt. Ich mach mal die dicken. Was ist das denn hier? Der Akta. Ja, jetzt kommt noch jemand von uns. Ja, ich bin. Wer war denn das, der so wenig Life hatte? Ich hab grad Tabletten gefunden. Hier. Sauber. Aber irgendeiner ist nicht gerade einer gestorben? Ja, ich. Nee, ne? Und es wird dunkel, ne? 16:45 Uhr. Wenn wir die nicht gleich platt machen hier, dann haben wir ein Problem. Level 4. Ah, ich bin ein. Hier, ich loote. Ah, er ist down zum Glück. Yep. Doch, die Bandage habe ich nicht mehr. Oh, weg von den Krabblern, weg. Ja, der Dicke, ja. Der braucht einen Pfeil. Ja, bin ich gerade bei. Sehr gut. Hat wer zufällig irgendwie noch Bandage oder so ein Kram, weil ich bin irgendwie. Du musst gucken, da irgendwo liegt jetzt Rucksack, da sind Bandagen drin. Ja, ich hab Tabletten aufgenommen. Ich kann ja Bandagen hin. Ich hab Stoff. Ich hab gerade Tabletten aufgenommen. Hä? Verarschen? Genau. Und Adler? Untersuchen wir das Auto. Ich hab meinen ganzen Rucksack mitgenommen. Ah, ja. Handlebar okay. für den. Ich sterbe jetzt auch gleich, aber hier ist nichts drin von wegen. Also ich habe jetzt eine Handlebar für den Bohrer. Ach, hier kommt noch mehr. Nochmal so ein Dicker und eine Krankenschwester. Ja. So, wir haben gleich ein zeitliches Problem. Und down. Verblutet. Das war Norden, ne? Ja. Kannst du mich mal gespannt, wo ich spawne. Ach, du ahnst es nicht. Willkommen im Survival-Modus. Am besten beim Angriff bitte schlagen und gleich einen Schritt zurück machen. Nee, lauf! Ich bin infiziert. Yeah, da war One-Shot. Keine Chance, hier kommen zu viele Zombies. Echt nicht. Ich hab auch keine Stone-Eggs mehr. Geil, Painkiller, ich brauch unbedingt. Deck mich mal kurz. Ja. Okay. Ey, der hat mich einmal getroffen. Also auf jeden Fall sollten wir mal suchen, schnell Schlafdecke herzustellen. Ja. Na, mir fehlen zweimal Kotten für einen Schlafsack. Kotten habe ich zweimal dabei. Muss man gucken, bei mir im Rucksack, da ist auch noch Zeug, ist noch zu viel Zeug drin. Ja, einen brauche ich jetzt noch. Wir müssen zusehen, dass wir hier hier. Ja, ich muss jetzt auch zusehen, dass ich mich irgendwo verbarrikadiere. Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Wir hatten hier einen Hirsch erlegt. Hier ist ein Hirsch erlegt worden mitten im Wald. Das ist cool. Ja, kann auch. Pass auf, da kommt noch einer. Ich bin gestunt. Alter, das ist einfach zu viele. Viel zu viele. Wir hätten uns erstmal alle einen Bogen basteln sollen, wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Ja, einen Bogen hatte ich schon, aber es waren ja keine Federn mehr da. Eben. Alter, ach ja. Alter, leck mich doch an den Fuß. So, es ist 18 Okay, Uhr. Ich hab die beiden down. Ja, die rennen ab 18:15 Uhr. So, ah, dann gehen wir halt gleich nochmal sterben. Kein Problem. Yo, Dicker! 5 Federn habe ich schon mal gefunden. Ja, ich bin auch gleich tot. Jo, bin tot. Scheiße. Okay, jetzt rennen sie. Jetzt haben wir ein Problem.
bin auch Stand. Ja, das war's. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein Satz mit X. Ich bin auch da. Das war wohl nix. Ja. Wenn die Zombies eigentlich schneller rennen als wir? Ja, weil die können dauerhaft rennen, wir nicht.